Deutschland, die Deutschen, die germanische Rasse, die Arier. Sie sind zu allem fähig, die Welt zu verwandeln und das menschliche Wesen, wenn sie sich einen. Und in den alten Zeiten, damals verwandelten sie sich wieder in Götter, in Halbgötter, der Übermensch, der Sonnenmensch. Dann ein Licht wie ein junger Stern aufleuchten am Ende des Himmels. Das ist des Wasserkrugs, sich öffnender Deckel. Und ein Graus wird hereinbrechen über alle Knechte der Finsternis und über alle ihre Helfer. Unter dem leuchtenden Strahl des neuen Babylon. Das neue Babylon aber wird erstrahlen am Sockel des Nordbergs. Der dritte Sargon wird kommen in späterer Zeit. Er wird vertilgen die Knechte der Finsternis mit all ihren Samen. Er wird das Böse ausreißen mit der Wurzel. Keinen einzigen der Feinde des Lichts wird er verschonen. Von Norden her wird er kommen. Unvermutet wird er hereinbrechen über die im Gift lebende Erdenwelt. Wird mit einem Schlag alles erschüttern. Und seine Macht wird unbezwingbar sein. Er wird keine Fragen. Er wird alles wissen. Eine Schar Aufrechter wird um ihn sein. Ihnen wird der dritte Sargon das Licht geben und sie werden der Welt leuchten. Wotan, der auf einem weißen Pferd reitend kommt, um einen Kreis über der Erde zu schließen, den Übermenschen wieder zu erwecken, bis zu seiner Rückkehr im Ragnarök der Götterdämmerung, wenn selbst die Götter sterben. Dann kehrt er mit Wotan Kalki zurück auf einem weißen Pferd, um zu richten. Wir erwarten aufmerksam den Galopp von Sleipnir, das weiße Pferd und seinen Reiter, welcher mit seinem Feuerschwert auf die Abgründe von Muspelheim schlägt, auf die Dämonen, welche dieses Universum vergiftet haben.